Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, dabei seid in einer Jubiläumsfolge. Heute ist Folge 100. Ich möchte mich nochmal, ja wirklich, herzlich bedanken bei allen, die regelmäßig liken und schreiben und abonniert haben und so weiter. Ihr seid toll. Vielen, vielen Dank für das Feedback auch. Und so macht mir das echt mega Spaß und ich hoffe euch auch. In der heutigen Folge. Was machen wir denn in der heutigen Folge? Wir haben Jubiläumsfolge. Wir könnten natürlich jetzt hier einfach wieder drauf losmachen. Aber ich habe mir gedacht, in der heutigen Folge gucken wir uns mal so ein paar Sachen an, die ich so ein bisschen habe liegen lassen. Nämlich zum Beispiel die Smoothies. Die Smoothies, da gibt es ja eine ganze Menge. Und ich habe eigentlich immer nur Öko-Power gemacht. Ne, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding auf Englisch hieß. Aber Öko-Power habe ich immer gemacht. Und der wäre auch ganz gut, der hilft auch gut, aber es gibt eine ganze Menge mehr. Ich will jetzt nicht unbedingt auch die alle machen. Ich wollte nur mal gucken, ob ich vielleicht ein paar machen kann. Dazu muss ich jetzt mal hier meinen schlauen Zettel nehmen. Also, ich wollte euch das einfach mal so ja, vorlesen oder zeigen oder sowas. Also, wir können ja auf jeden Fall mit dem Smoothie Maker hier, wie ihr den macht, könnt ihr ja sehen. Ne? Das muss ich jetzt nicht erklären, oder? Achso, Moment, stopp, erstmal trinken kurz. Der Junge hat Durst. Und dann gucken wir mal. Also Öko-Power macht man, indem man eine Pflanzenfaser nimmt, ein Sprössling und ein Kleeblatt. Dann bekommt man Öko-Power. Das Ding verbessert die Ausdauererholung und ermöglicht Atemholen und heilt. So. Dann gibt es noch was Neues. Das habe ich selber noch nie ausprobiert. Und zwar nimmt man dann Läuse-Honigtau, Baumwanzen-Gas-Sack und Pilzauswuchs. Läuse-Honigtau. Super. Schauen wir mal. Moment. Läuse-Honigtau habe ich gar nicht, oder? Ne, habe ich nicht. Aber macht nichts. Wir gucken jetzt mal, was wir haben und dann. So, komm, ich häng mich mal auf, dann hältst du länger, ne? Ist das schön, ne? Jetzt gehen wir nochmal eben rüber und genießen die Aussicht, Leute. Boah, guck mal. Super, oder? Jetzt könnte ich natürlich so ein Vorbau, ne? Ihr wisst schon, was ich vorhab, ne? Hier oben so Türme rundherum. Oh Gott, wie schrecklich. Es wird so schrecklich. Nein, es wird super, aber es ist so viel. Oh Gott. Okay, naja gut. Und das ist unser Monsterturm hier. Der wird auch immer größer. Der muss aber auch größer werden, damit ich ja mein Projekt Ziplines, also Seilrutschen, umsetzen kann. Wisst ihr ja auch noch, ne? Was ich da vorhatte. Ich wollte ja da in alle Lande rutschen können. Aber das machen wir auch später. Jetzt machen wir erstmal die Mutation. Mutation machen wir in der nächsten Folge oder einer der nächsten Folgen mal. Also Magenschleimers, Läuse, Honigtau, Baumwanzen, Dingsbums. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das irgendwo habe. Ich glaube nämlich nicht. Baumwanzen-Gassack. Ich meine, so habe ich, glaube ich. Habe ich einen Baumwanzen-Gassack? Ist das hier ein... Ja, das ist ein Baumwanzen-Gassack. Und dann brauche ich noch Pilzauswuchs. Ja, habe ich bestimmt auch. Das ist ja dieses eklige Ekelzeug hier. Pilzauswuchs haben wir auch. Nehmen wir mal einen und Läuse-Honigtau. Und den habe ich wahrscheinlich nicht. Ne. Und den habe ich wahrscheinlich nicht. Den habe ich wahrscheinlich hinten. Aber ist ja nicht schlimm. Jetzt wissen wir, was das Ding macht. Nämlich das macht Schutz vor Vergiftung, Heilung, Durstanzeige wieder auffüllen. Entschuldigung, mein Gott. Müsst ihr doch mal trinken, ne? Ja, fängt schon früh an bei mir. Dann können wir den jetzt nicht machen. Ist nicht schlimm, ich räume das wieder zurück. Aber wir wissen, was das macht. Also das Ding heißt... Upsi, falsch. Das Ding heißt Magenschleimer. Finde ich auch sehr witzig. Magenschleimer. Sodo-Schleimer. Was haben wir denn noch? Dann haben wir noch Boost Juice, also Lausator-Pilz. Rohes Läusefleisch, Eichelbrocken und Pilz. Füllt die Hungeranzeige wieder auf, heilt und erhöht die maximale Ausdauer. Finde ich auch super. Lausator-Pilz. Lausator-Pilz, aber habe ich jetzt auch nicht da. Rohes Läusefleisch habe ich nicht. Eichelbrocken und Pilz könnte man machen. Aber Läusefleisch, da muss ich wieder rausgehen und Läuse killen. Was ist denn da? Hallo? Was wollen Sie? Sie wollen doch hier nicht etwa reinkommen? Nö. Schön außen rumlaufen, ne? Ja. Guck mal, wie der außen rumläuft. Super, ne? Fein, machst du gut. Jetzt hat er eine Laus entdeckt. Oh. Oder ein Gras entdeckt, regt sich auf. Oh, das ist Gras. Puh, rennt dagegen. Okay, Läuse. Oh, ist ja schon wieder Nacht. Mein Gott. Also, wir gehen jetzt. Oh, ist das schön.
Das ist wirklich die Jubiläumsfolge. Guck mal, mit Licht. Und es wird unscharf. Ne? Wenn man guckt, wird es scharf und unscharf. Kann man abschalten, ja, weiß ich. Aber ich finde es schön. So, okay, schlafen. Schlafen gehen wir jetzt und dann machen wir weiter Smoothie-Heilkunde. Smoothie-Lehrgang. So ein bisschen. So, ich habe jetzt den Respawn-Punkt auch wieder hier schön hier drauf gesetzt, ne? Damit wir nicht irgendwie wieder in der Höhle, also in der, im Unterwasserlabor respawnen, wenn wir mal sterben. Was nicht oft ist, aber ab und zu. So, ich nehme mal einen Schluck aus der Pulle hier und dann gehen wir schlafen. Gute Nacht, schlaft schön. I think it's bedtime. So, ja, dann hustet man nicht mehr so, ne? Ein wunderschönen guten Morgen. So, was hat man denn als nächstes? Ja, als nächstes gibt's wieder, das Ding heißt Heckenmeister, Hedgelord, Eichelbrocken, Blattlaus, Honigtau, Beerenbrocken, füllt Hunger- und Durstanzeige auf und heilt. Na gut. Habe ich nicht. Habe ich gerade nicht da. Ich habe nämlich keine Blattlaus, kein Honigtau. Aber den gibt's ja hinten unter den Rosen, glaube ich, ne? Genau. Ja. Dann gibt es noch Kiemenspülung. Heißt auf Englisch Liquid Gills. Pflanzenfaser, Kleeblatt, Wasserflohbrocken. Ermöglicht kurzzeitig Unterwasseratmung. Ah. Guck mal an. Das ist ja geil. Man kann dann. Ah. Also Pflanzenfaser, Kleeblatt und Wasserflohbrocken. Gut, die muss man natürlich dann fangen, ne? Dann gibt es noch Flüssigzorn. Finde ich auch gut. Liquid Rage. Ameisenmandibeln, Spinnenfang und Larvenstachel. Füllt die Hungeranzeige auf, heilt und erhöht den Angriffsschaden. Ja, guck mal, das ist doch ein Buff. Den brauche ich doch für meinen Kampf mit der blöden Wolfsspinne, oder? Flüssigzorn. Ameisenmandibeln, Spinnenfang. Aber Spinnenfang, ne? Das ist genau das, was man braucht. Oder was man bekommt, wenn man eine Wolfsspinne kalt macht, ne? Super. Okay. Dann gibt es noch Überstunde, Workers Comp, Ameisenkopf, Ameisenmandibeln und Ameisenbrocken. Plus 2 Zugkraft. Ui, also da kann man noch besser mit bauen. Boah, das finde ich auch cool. Dann gibt es noch Menschenfutter, Human Food, Keks, Sandwich, Brocken, Apfelbrocken, Hotdog, Brocken. Regeneriert Gesundheit und Durst, fügt Schadensresistenz hinzu. Okay. So, das ist das, was ich gefunden habe, so auf die Schnelle. Tja, das finde ich schon mal sehr cool. Ein paar Sachen, also dieses Flüssigzorn nützt mir nur nichts, weil ich brauche ja genau, oder ich will ja genau die Wolfsspinne kalt machen und auch von der Wolfsspinne bekomme ich dann diesen Spinnenfang. Ne? Macht nicht so viel Sinn. Na gut, damit wir jetzt hier nicht ganz so sinnlos sind heute, würde ich sagen, reparieren wir wieder ein bisschen oder bauen noch ein bisschen weiter nach oben weiter. Ja, so ein kleines bisschen wenigstens. Na, da oben. Da oben muss es weitergehen. Oder wir reparieren diese halbe Etage da. Ach, da habe ich auch so eine Idee, ne? Ob wir die so halb lassen vielleicht sogar. Und dann so ein, dann sieht das auch cool aus. Wie so ein Hochhaus. Nicht ganz nach oben weiterbauen, ne? Da. Naja, wir holen jetzt erstmal so ein bisschen Material zusammen. Ein ganz kleines bisschen. Hier steht schon wieder alles. Lustig. So, dann hauen wir den eben um, den Burschi. Kavums. Seid ihr da? Ja, ihr seid da. Wie schön. Schön, dass ich zwischendurch immer merke, dass ihr da seid, ne? Wenn ihr nämlich nicht da seid und man redet, das ist mir auch schon passiert, ne? Dann redet man so eine halbe Stunde und labert und denkt so, wow, super, die Folge war klasse, hast du gut gemacht, Junge, ne? Und dann stellt man fest, ja, leider nicht die Aufnahmetaste gedrückt. Das ist irgendwie lustig, aber auch irgendwie ganz furchtbar. Ja, das passiert einem auch. So einiges kann passieren. Ja gut, pass auf, die legen wir jetzt trotzdem nochmal hier ab, weil das sind ja nur 4, ne? Dafür gehen wir eigentlich nicht hoch. Was ist denn hier noch so? Was haben wir denn hier? Da hinten müsste noch mehr sein, naja. Och, jetzt hat er Durst. Durst hat er. Ja gut, dann trink halt mal hier. Nice and clean. Und dann machen wir den Rest gleich. So. Ach ja, guck mal, hier liegt ja noch ganz viel. Mein Gott. Ui, hab ich gar nicht gesehen wieder. Manchmal bin ich auch Tomatenmann, ne? Merke ich auch beim Schneiden, ne? Total witzig. Dann sieht man beim Schneiden so, oh, toll, da hast du 5000 Stängel liegen lassen.
und hast die nicht gesehen. Hier liegt übrigens auch Ton, Raki. Hast du gesehen, ne? Hast du gesehen, Raki? Da liegt Ton. Musst du dir merken. So, mit der Portion können wir jetzt mal hochlaufen. Oh, jetzt muss ich niesen. Oh. Entschuldigung. Doch nicht niesen. Es gibt dann so eine Explosion und dann hört man nichts mehr. Geniest hat. Dann fiebt das Ohr so. Okay. So, einmal nach oben. Mein Herr. Oh, was haben Sie denn da gebaut, mein Herr? Oh. Haben Sie etwa die Base repariert? Mhm. Das sieht ja gar nicht mal schlecht aus. Können wir eigentlich von hier machen, ne? Oh ja. Das können wir von hier machen. Können wir aber auch runtergehen. In den Bereich. Sieht nämlich wirklich... Boah. Komm, dann machen wir das mal. Wir können also das jetzt so hoch lassen. Decken reinziehen? Gute Frage, ne? Ich meine, sieht ja auch witzig aus. Dann machen wir hier so ein Dach drauf. Machen wir ein Dach drauf und dann lassen wir das so. Dann ist das so ein Hochhaus-Ding. Fände ich auch... Verdammt. Und Klee haben wir ja auch unendlich. Ach ja, ich glaube, das würde mich auch freuen. Irgendwie. Was hast du jetzt schon wieder? Du kannst immer nur essen. Ach ja, gut. Dann wirk halt ein paar leckere Pilze runter, Freund. Ja, die sind lecker. Die sind gesund. Geben dir Kraft, ne? Oh Mann, 100 Folgen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ganz ehrlich nicht. Ganz ehrlich nicht. Aber das liegt doch an euch. Weil wenn ihr mich nicht so motiviert hättet, dann glaube ich, wäre ich auch nicht so... Hätte ich auch nicht so viel Energie gehabt, weiterzumachen. Ist schon so irgendwie so verrückt. So, jetzt nehmen wir uns aus unserem Puffer quasi den Rest, ne? Dann brauche ich nicht. Ja, dann habe ich wieder alles voll. Und dann füllen wir den wieder auf. So, jetzt lass mal gucken, wie sieht's aus hier. Ja, so ein Hochhaus, ich weiß nicht, aber so ein Dach wäre ja auch schön, ne? Ach ja, toll, Raki, das war wieder super schlau. Na, du hast das voll verstanden hier. So, da müssen wir eigentlich hin, ne? Genau, da müssen wir eigentlich hin. Ne, müssen wir nicht. Boah, Alter. Wie früh ist das denn wieder hier? So, alles klar. So, fein. Ja, das gefällt mir voll. Ich glaube, da mache ich ein Dach drauf. Ich mache das mal. Ja, ich glaube schon. Ach, ich weiß nicht. Kann man ja wieder abreißen. Wir gucken uns das mal an, wie das aussieht, okay? Komm, das machen wir jetzt zusammen. Gehen wir nochmal so ein paar Stängelchen holen. Und so weiter und so weiter. So, okay, da hinten sind noch wieder Stängel, ich sehe es schon. Hier sind ja echt immer ganz viele, das ist mega gut. Und Ton, ne? Hast du gesehen, Haki? Da ist Ton. Nein! Kabums. Komm, den hauen wir auch gleich weg. Wenn er einmal hier so rumsteht. Den treffen. Oft. Aber wirklich mal. Boah, das ist ja... Wenn der jetzt nicht 5000 von diesen Dingern hat, bin ich gespannt. Wie viel hat der? Jo. Eine Menge, aber nicht jetzt irgendwie, dass man denkt, oh, so viele. So viele. Samsung. Okay. Oder machen wir das? Oder mache ich das flach? Flachdach. Boah, das ist schwierig. Nee, ich glaube, ich mache das so, wie ich das gedacht habe. Ich probiere das mal. Mach mal so ein Runddach. Sieht auch bestimmt witzig aus. Hat dann irgendwie... Gibt's ja auch so Häuser. Sowas gibt's ja. So, Raki, dann hier mal gucken, wo du dann dahin musst. Ich glaube, hier musst du hin, ne? Hast du gut gemacht. So, da kommst du gar nicht mehr dran, ne? Super. Ja, supi. Oder so vielleicht. Ui. Nee. Das geht nicht. Das geht nicht so gut. Da musst du dann vielleicht doch von oben mal gucken. Ach, wie schön, da kommt man nicht rein. Ja, das ist ja fein. Das ist ja super fein. Ja, vielleicht von hier, hä? Komm, gib mir alle. Ja, so geht's. Da hinten vielleicht auch noch einen loswerden. Boah, was für ein Gewusel. So, Freunde. Supi, sup. Ja. Ach so, warte mal. Und da war oben noch die Treppe, ne? Genau, die rauchte ich. Ah, ja, guck mal, ist das schön. Ah, einmal Stängel.
zweimal Stängel übrig. Ja. Was mache ich denn da? Kann man da reinhüpfen? Das ist voll gefährlich, ne? Oh, kann man da rüberhüpfen? Und sterben? Ich will nicht in der 100. Folge sterben, das wäre schrecklich. Oh, aber man kann hier rüberhüpfen. Man kann. Und dann da runterfallen. Passiert aber nichts. Oh doch, tut sich weh. Aber wieder zu tief, ne? Das war total dumm, Raki. Du machst auch echt dumme Sachen, weißt du schon, ne? Wieso ist hier eigentlich eine Tür in der Luft? Was soll das? Das ist eine Tür in der Luft. Ja gut, die Tür denkt, dahinter kommt noch ein... Naja. Die Tür denkt halt, da hinten kommt noch ein Balkon. Aber das ist jetzt voll witzig, ne? Da habe ich jetzt gerade gedacht, das wäre ja gar nicht mal dumm, wenn man jetzt da wirklich einen Balkon macht. Also so ein... Kennt ihr auch in so ganz großen, mega Hochhäusern oder so? Da sind dann so schon mal so... Ja, nur so Balkone. Ich meine, das ist auch zu schmal hier. Aber man könnte natürlich einfach nur hier so einen Steg machen, ne? So. Und fertig. Das nur so, dass man praktisch da so rüberlaufen kann. Hoch, jo. Warum nicht, ne? Legen wir die mal ab hier, die Stängelchen. Ich guck mal, ob ich was in der Grabbelkiste finde unten. Ne? Ob wir noch welche finden. Warte. So. Da schauen wir doch mal. Oh nein, da ist nichts mehr. Aber hier ist ja eine ganze Menge Gras, lieber Raki. Da kannst du ja alles umhauen. Ich warte übrigens nur darauf, dass man die Dinger hier umhauen kann. Diese. Da steht dann irgendwann Level 8, Tier 8 Axt nötig. Und dann kannst du die umhauen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, guck mal, hier ist noch genug Krümpelbümpel. Dann nimmst du die alle mal mit. Räumst mal auf hier in deinem Vorgarten. Hier sieht es ja wieder aus, ne? Und irgendeiner ist ja noch voll reingelatscht, ne? Ist voll reingelatscht und macht alles kaputt. So, 1, 2, 3, 4. Bist du da? Nein. 4, 5. Bist du da? Auch nicht. 6. Hier bist du, ne? Genau, machen wir mal hier so einen hin. Und den anderen bringen wir hoch. Denn da oben war ja, wie gesagt, die nicht fertige Treppe, die jetzt fertig ist. Ui, siehst du? Guck mal, ist das geil. Ja, wir müssen noch höher kommen. Aber ich mache, glaube ich, das Dach da drauf. Habe ich ja schon gesagt, ne? Also, ich muss auch übrigens mal ins Mikro sprechen, ne? Stelle ich auch mal fest beim Schneiden. Raki, du musst ins Mikro sprechen. Hörst du mir mal zu, bitte? Danke. Machst du das dann auch mal? Nö. Okay. Ich will ja niemanden zwingen. Ist ja irgendwas. So. So. Hallo? Also. Na komm. Dann mach den auch noch bitte. Zack. Okay, und dann fangen wir mit an. Nee, fangen wir nicht mit an. Wir fangen mit hier dem an. Flip. So. Bisschen. Sieht ein bisschen blöd aus direkt, ne? Sollen wir es doch wegmachen, ein bisschen höher? Macht den Raum so klein, ne? So flach. Ich meine, gut, das ist. Boah, weiß ich gar nicht. Soll ich das so machen? Oder soll man gleich noch eine Etage höher gehen? Gleich noch eine höher. Hätte auch was, ne? Hätte auch was. I don't know. Oh. Jetzt muss ich mir nur überlegen. Ach so, warte mal. Ich wollte ja hier dieses... stimmt. Jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte dieses... War das hier? Ah ne, hier unten war die komische Tür, ne? Die nicht geht. Man kann ja auch nicht durchgehen. Normal kann man durch nicht fertige Türen und Fenster und Rahmen und so, kann man ja durchgehen, aber das kann man jetzt nicht. Warum noch nicht? Warum nicht? Weiß ich nicht. Das ist irgendwie ein Bug oder vielleicht auch nur Spaß vom Entwickler. So, Tür öffnen. Dann guckt man jetzt hier drauf auf den Balkon. Auf den Mini-Balkon. Da kann ich zumindest oben die Stängel reinhauen, ne? Wo sind die nochmal? Habe ich die oben hingelegt? Ah ne, weiter unten. Toll. Irgendwo habe ich die wohl hingelegt. Und ich weiß selber nicht, wo. So. Ach so, Moment. So, kommen wir von hier dran? Oh, das wird ein Gewusel, ne? Tup, tup, tup. Das ist so krank, ne? Okay, ja gut, da muss ich mir noch irgendwie so ein, das geht so gar nicht, da muss man noch so ein, irgendwie eine Treppe noch reinbauen oder so. Da muss jetzt noch eine Treppe rein. Das, ja,
so eine Zwischendecke oder irgendwas. Ich baue was Beklopptes jetzt. Pass auf, das machen wir jetzt mal. Das finde ich jetzt irgendwie cool. Und zwar habe ich gedacht, Zwischendecke. Ja gut, von hier wahrscheinlich geht es nicht, ne? Also ich meine, was ich meine ist, wenn man jetzt hier oben, oh, jetzt wird es voll bekloppt, wenn man hier oben noch einen Grasboden macht, dann könnte ich doch von hier, könnte ich doch von hier mit der Treppe hoch, aber von hier nicht, das geht nicht, aber vielleicht von hier. So, dass man dann da hoch kann. Aber dann kommt man an die Kante, oder? Mal ausprobieren. Ich weiß nicht. Ich glaube schon, das war dumm. So, ne? Da kommt man direkt an die Kante. Dann muss ich das so machen. Jo, oder so ist ja natürlich auch blöd. Das macht ja gar keinen Sinn. Okay, dann müsste man doch so machen. Jo, so geht. Und den dann nicht. Und das ist dann nur so ein... Ja, das ist irgendwie bescheuert. Mal gucken. Ich weiß ja nicht, ob mir das gefällt. Mal sehen. Wir reparieren das Hochhaus wieder mal. Oder setzen es in Stand, würde ich sagen. Ja. So, da gucken wir mal weiter, wo wir denn noch was finden hier, Lustiges. Am besten direkt vor der Haustür. Wie immer. 1, 2, 3. Upsi, daneben gesammelt. 2, 3. So. Jetzt hat er schon wieder Hunger. Ja, komm. Ich hol dir jetzt mal was Gutes aus der Küche. Was Gesundes. Ja, ist ja gut. Du kriegst ja gleich dein Futti. Futti. Gucken wir mal, was wir hier in der Kiste noch finden. Oh, ja, lecker Pilze. Ah ja, nee, ja, guck mal. Wir haben ja diese, ne, Billyhawk-Brocken. Haben wir ja auch. So, mein Freund, da musst du jetzt leider wieder Pilze essen. Better than starving, na gut, hau die mal richtig rein. Lecker Pilze. Lecker. So, und? Zack. Also richtig Durst weglöschen, ne? So, Durst gelöscht, Hunger gestillt. Super. Und weiter geht's. Weiter geht's in unserem komischen Anbau, ne? Ja, weiß noch nicht. Vielleicht ist ja komisch, weiß noch nicht. Bist du komisch? Bist du ein komischer? Oh. So, Platte fertig. Das ist schon mal gut. Da kann man hier nicht mehr runterfallen. Und dann brauche ich noch Stängel. Okay. Na gut, dann kommt man hier so rein und dann läuft man dann da hoch irgendwie und keine Ahnung. Mal gucken. Weiß noch nicht. Weiß noch nicht so genau. Dann brauchen wir wieder Stängel. Ach, schon wieder. Schon wieder Stängelchen. So. Dann gehen wir wieder los. Wo waren denn noch welche? Ach, hier vor der Haustür. Ah nee, Moment, da hinten liegen ja noch Millionen, ne? Da habe ich ja auch wieder alles umgeholzt. Dann, sonst ist das wieder in der letzten Folge. Ich muss das Mikro mal anders. Das ist ja. Komm mal her, Mikro. Komm mal her. Ne? Komm mal näher ran. So ist besser. Was soll ich sagen? Achso, dann war es so wie in der letzten Folge, wo ich dann da irgendwie umgeholzt habe und dann lag das ganze Zeug da rum und da zum Beispiel liegt alles rum. Guck mal. Wahnsinn. Hier und da unten auch und da hinten, oh, überall liegt das Zeug. Da. Und da. Und dort. Kleine Stängel-Show. So. Und ein lustiger Pilz schaut uns an. Hallo, ich bin ein Pilz. Raki, sei nicht so albern, du bist ja total bescheuert. Ja, so ist er nun mal. Ja, schön. Ja, falsch. Ja, schön und wieder falsch. Nein, nicht falsch. So, ach, kann man von hier auch machen, ne? Karton. So, jetzt komme ich da hoch, wahrscheinlich, ja. So, dann kann ich jetzt erstmal hier die Fenster machen oder hier die Teile. Dung, dung, dung. Super. So, Freunde, und jetzt ist die Frage, ne, kann man natürlich bis oben voll machen.
Was ich aber so richtig, naja, so mega gut fände, wäre, wenn wir dann doch mal gucken, ob wir hier den Grasboden. Ist der richtig so? Nee, der muss mal drehen, oder? Nee, so. So hinbauen. Vielleicht nur so, ne? Oder einmal rum. Und da offen lassen oder ach, weiß ich nicht. Ich möchte von unten hoch gucken können, noch so ein bisschen, ne? Das ist so ein bisschen. Okay, so pass auf. Und jetzt kommt der. Jetzt kommt die Mega-Idee, dass jetzt so gut ist. Mal sehen. Also, ich habe mir halt gedacht, dann könnte man ja hier so schickes Dach reinbauen, ne? Hoho. Und hier ist ein Kleedach. Ja, dann haben wir wieder so ein mega hohes Dach, ne? Gefällt mir das? Ja, das gefällt mir gut. So, dann brauche ich Stängel und ich brauche. Ist schon wieder spät? 16.12 Uhr. Es wird schon wieder, das Licht ändert sich wieder, ne? Und die Sonne. Sinkt oder so. Warum auch immer. Mysterium Sonne. Klee. Habe ich, glaube ich, ein bisschen. Ja, einen. Boah, super mega. Super mega wenig. Okay, also Klee sammeln gehen. Das ist doch schön. Und zwar hier hinten. Hier war genug Klee. Ach, ein Klee. Ein kleiner Klee. Freund Klee. Nein, den machst du kaputt, das ist doch blöd. Komm, dann geh mal hier hin. Ja. Da braucht man ja schon ein paar. Aber die können wir hier schön wegsammeln. Der strengt sich ja ganz schön an immer, ne? So. Schön sammeln. Ich sammle wieder zu viel, ich weiß, aber das ist auch egal. Dann hat man wieder genug da, ne? Sammle ich auch der hier auch noch, der große Bursche. Boah, das ist mega wieder hier, ne? Ist echt super. So. Und du noch, Burschi? Super, seid ihr noch immer da? Ja, das ist schön. Das ist doch wunderbar. So. Hier. Geil. Echt. So, wie viel habe ich denn jetzt gesammelt? Ich bin so in einer Art Trance verfallen gerade. Inventarfeuer. Alles klar. Nur alles Klee. Okay. Macht nichts. Das ist schön. Ach, wie schön. Guck mal, wie schön das ist. Fein. Überall liegt noch Baumaterial rum, ne? Voll die saubere Baustelle, ne? Super. Super duper. So, dann gehen wir mal gucken, wie es da oben aussieht. In dem schönen goldenen Licht hier. Wirklich schön. Nein. Boah, ist schon ziemlich hoch hier, ne? Aber es ist okay. So, dann wollen wir mal gucken. So. So. Nicht runterfallen. So. Und so. Vielleicht muss ich doch noch hier rumbauen, damit ich da hinten dran komme, ne? Ja. Ich glaube schon. Also gehen wir nochmal Gras holen. Ach, nee. Nee. Oder Stängel zuerst, das ist eigentlich auch egal. Oder zuerst Stängelchen, das ist ja ganz egal. So. Trinken. Du hast schon wieder Durst, ne?
Ah, zack. Ach, ist das schön hier. Habe ich nicht hier noch irgendwo was liegen lassen? Vielleicht. Oder da. Ach, das ist... Nee, habe ich nichts liegen lassen. Ist egal. Dann gehen wir mal da hinten gucken. Entschuldigung. Ja, da sind... Da ist Freund Stengel wieder bereit. Ach, guck mal, hier ist auch noch keine Lampe, ne? Habe ich noch gar nicht... Oh, eine Feder, ja. Ich weiß, die kann man auch nicht liegen lassen. Dann nehmen wir die halt auch mit. Wieder zu wenig Material dann nachher, ne? 29 Plätze, wieder alles voll. Ja, man muss zwischendurch immer ein bisschen auslagern. Das muss man machen. So, komm. Boah, wieder so viel. Boah, super. So viel. So, mein Freund. Dann gehen wir mal hoch. Dann gehen wir mal hoch und gucken mal, was da los ist. Die Seite hier. Super. Ah, super geil. Gefällt mir echt. So, und das Ding auch. Ja, shit. Das ist genau auf der Kante. Komm, das schaffen wir. Genau auf der Kante kann man den erwischen. Und genau auf die Kante hier. Ach ja, es geht ja wunderbar. Und hier, der auch. Schafft man den auch? Von hier? Nee, schafft man nicht. Ja, das ist ein Gewusel. Okay, vielleicht von hier? Ach, Quatsch. Ja, hier habe ich schon eine ganze... Ach, hier den, ne? Den kann ich schaffen. Ja, den machen wir noch. So, boah, super. Habe ich noch so ein Brettchen hier. Kann ich das nicht noch irgendwo unterbringen, Mensch? Auf der Kante haben wir ja gesagt, ne? So. Super. Wie spät? 19:27 Uhr, schon wieder Schlafenszeit, Leute. Ja, die Folge war wieder ein bisschen länger, aber es war ja auch Jubiläumsfolge, ne? Ja. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt gehen wir noch mal gucken, wie es aussieht. Vielleicht mal ganz von oben oder so. Würde ich mal vorschlagen. Dann gucken wir mal von oben. Ach, jetzt ragt das hier so ein bisschen rein. Finde ich aber nicht so schlimm. So, und von hier sieht man nichts. Aber man sieht ja... Man sieht von hier alles, ne? Oh, Hilfe. So, Leute. Sieht mal gar nicht so schlecht aus. Hilfe. Oh, da ist so hoch, ne? Oh, super. Unser Hochhaus wächst und gedeiht und sieht gut aus. Ja, Freunde, das sieht geil aus und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Wir sind nämlich schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für euren Support, für euer Abos, für die Likes und für die Kommentare. Auch wenn es mal Dislikes sind, die helfen ja auch irgendwie. Und dafür danke ich euch und wünsche euch alles Gute und bleibt gesund und so weiter, wisst ihr schon. Tja, und vielleicht sehen wir uns auch wieder in der nächsten Folge. Ja, das wäre sehr schön. Abschied ist immer doof. Also, bis dann. Macht's gut, euer Raki. Tschüss.